Ja, herzlichen Dank für die einführenden Worte. Also die Hürden sind ziemlich hoch jetzt gelegt. Mal sehen, ob ich es schaffen kann, sie zu überspringen. Wir haben ja schon ein bisschen Zeit investiert in die Vorgespräche. Ich werde versuchen, vielleicht ein bisschen was aufzuholen, dass wir auch noch die Gelegenheit haben, über das eine oder andere zu diskutieren. Ich will auch bewusst an einigen Stellen ein wenig provozieren und hoffe, dass die entsprechenden Reaktionen dann auch vorkommen werden. Vielleicht ein ganz kurzer Satz dazu, wer wir sind. Das ist eine etwas ungewöhnliche Konstruktion. Das ist eine Bremensie, wie wir das zu sagen pflegen. Sie wissen, das Land Bremen ist pleite und die Wissenschaft in Bremen ist auch pleite. Und deswegen versucht man über andere Kanäle Institute zu fördern für die Forschung. Unser Institut ist ein solches. Wir sind ein An-Institut. Wir sind eine GmbH, aber wir sind gemeinnützig. Also insofern not for profit, wie das so schön in Englisch heißt. Und wir bewegen uns ganz intensiv auf dem Feld der Bildungstechnologien, der Medienkompetenzentwicklung und auch sowohl in Schule als auch in dem vorschulischen Bereich als auch in den Universitäten, also was man mit E-Learning und so weiter bezeichnen kann. Und pflegen sehr gerne auch zu sagen, wir haben einen sehr multidisziplinären Ansatz. Das heißt, wir haben von B wie Behindertenpädagoginnen, kann sich vorstellen, warum das wichtig ist in diesem Feld, bis Z wie Zoologen sind diejenigen, die zuständig sind für den Hardware-Zoo in den Schulen, also eigentlich Informatiker. Wir kriegen unsere Forschungsförderung in den letzten 7 Jahren seit unserer Gründung von unterschiedlichen Institutionen, unter anderem natürlich auch von der LFM, aber eben auch landesweit und bundesweit sind wir unterwegs. Ich werde gleich nochmal darauf eingehen, warum wir glauben, dass wir qualifiziert waren, eine solche Studie auch in Nordrhein-Westfalen durchzuführen. Vielleicht noch ein Satz dazu in unserem Organisationshandbuch. Wir haben ja schon von Organisationshandbüchern gehört und Stellenbezeichnungen. Bei uns im Organisationshandbuch steht nicht nur der Name Bremen im Institutsnamen, sondern wir stehen auch zu dem Land und der Stadt Bremen und das zeichnet sich ja oft durch diese wunderbaren Stadtmusikanten aus. Aber bei uns steht auch, dass wir auch in harten Zeiten zum SV Werder Bremen stehen. Und ich weiß, dass es im Moment extrem schwierig ist für uns und ich werde heute Nachmittag nicht noch auf Schalke fahren, das bin ich schon gefragt worden, es gab keine Karten mehr und wir hatten eine Bewerberin aus München, die bei uns arbeiten wollte und sie las das im Organisationshandbuch und fragte, ob das ein Problem sei, dass sie FC Bayern München Fan sei und was kann nur die Antwort sein? Ja, selbstverständlich ist das ein Problem. Was war die Motivation für die Studie? Frau Appelhoff hat es ja schon gesagt, die Landesanstalt hat 2008 eine Ausschreibung Medienkompetenz in der Schule lanciert und in dieser Ausschreibung gab es folgende Beschreibung, was sozusagen Ziel und Zweck dieser Ausschreibung sei. Medien werden zwar als didaktische Hilfsmittel und als Werkzeuge in der Hand der Lernenden im Unterricht eingesetzt, über Umfang und Qualität des Einsatzes von Medien als Lernmittel und als Werkzeuge zum Lernen liegen jedoch ebenso wenig gesicherte Informationen vor, wie über die Thematisierung des sicheren, kompetenten, nutzbringenden Medienumgangs und die darüber hinaus notwendige Auseinandersetzung mit den Medien, ihren Inhalten und der eigenen Mediennutzung im Unterricht. Also ein ziemlich breites Spektrum. Ich will nicht sagen, dass viele Bundesländer in Deutschland hier im Nebel stochern, aber es ist durchaus so, dass diese Fragestellung alle Bundesländer betrifft und es gibt eigentlich kein Bundesland, was das bisher zufriedenstellend erhoben hat. Von Lösungen werden wir nachher noch reden, aber selbst das Wissen darüber hilft ja schon an vielen Stellen. Wir glaubten, dass wir da relativ kompetent für sind, sowas durchzuführen. Wir haben das bei unterschiedlichen Schulträgern bereits schon gemacht, also in Schulregionen die Untersuchung gemacht, bisher in den Bundesländern. Ja, wenn man Hamburg und Bremen jetzt zählt, aber letztendlich sind es eben Stadtstaaten mit ganz besonderen Voraussetzungen. Also insofern haben wir uns darauf beworben und sind ausgewählt worden. Und für uns war der Hintergrund, warum uns das auch interessiert hat, dass das, was gerade ja schon gesagt wurde, wir nennen das doppelten Mediatisierungsprozess. Wir haben einerseits eine ganz starke Mediatisierung der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Ein paar Beispiele wurden ja auch schon genannt, ob das Facebook ist, ob das Spickmich ist, ob SchülerVZ, Wikipedia, die Smartphones, die Apple-Apps und wenn Sie jetzt hier durch die Flure gehen, sehen Sie, was es alles für Medien gibt, die in die Medienwelt der Kinder und Jugendlichen schon lange eingedrungen sind, in einer bestimmten Art und Weise auch angenommen, verändert und wieder sagen, zu neuen Mediennutzungen geführt haben. Wenn wir den Studien
des Südwestrundfunks glauben können. Und ich denke, dass die Kim- und Jim-Studien sind sehr valide. Untersuchungen über Mediengebrauch von Kindern und Jugendlichen, wissen wir, wie weit das auch schon bei 12- bis 16-Jährigen vorgedrungen ist, wie intensiv Medien genutzt werden, auch für die Schule. Und hier gibt es immer eine Diskrepanz zwischen, wie intensiv werden Medien zu Hause für die Schule genutzt und wie intensiv werden Medien in der Schule für die Schule genutzt. Hier haben wir, was wir eigentlich heute sagen können, immer noch eine digitale Spaltung. Und insofern haben wir zwar eine mediatisierte Schule. Ich glaube, es gibt keine Schule in Deutschland, die keine Medien hat und schon gar keine, die keine digitalen Medien hat. Aber hier gibt es sozusagen von uns immer wieder deutlich betont zwei Dimensionen. Das eine ist die Frage nach der Mediennutzung in Unterricht zur Verbesserung von Unterrichtsqualität. Und das zweite ist die Vermittlung von Medienkompetenz. Theoretisch könnte ich Medienkompetenz vermitteln, ohne dass ich digitale Medien dafür einsetze. Es macht vielleicht didaktisch, pädagogisch nicht wirklich viel Sinn, aber ich könnte dies. Aber eine Medienintegration in einen Fachunterricht kann ich natürlich nicht ohne Medien machen. Insofern haben wir hier zwei sehr, sehr unterschiedliche Bereiche, die wir auch untersucht haben in der Forschungsarbeit. Und hier treffen, ich will nicht sagen zwei Welten aufeinander, aber zumindest zwei sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und Nutzungsformen von Medien, insbesondere digitalen Medien. Insofern waren die zentralen Untersuchungsfragen dreier Art. Es ging um die Frage, wie setzen Lehrkräfte und ihre Schülerinnen und Schüler Medien, digitale Medien im Fachunterricht ein und welche Zwecke werden damit verfolgt? Stichwort selbstgesteuertes Lernen. Der Fokus war schon sehr stark auf den digitalen Medien, aber auch die analogen Medien haben nach wie vor natürlich ihren Platz oder die klassischen Medien in digitalisierter Form. Wir haben den Fokus auf die Lehrkräfte gelegt und das nennt man, glaube ich, neudeutsch aus forschungsökonomischen Gründen. Wir hätten sehr gerne auch Schülerinnen und Schüler in die Untersuchung mit einbezogen. Das hätte aber sagen, das gesamte Volumen deutlich gesprengt. Erste Frage. Zweite Frage, wie werden Chancen und Risiken der Medieneignung eigentlich bewertet aus Sicht der Lehrkräfte? Also Chancen und Risiken, beide Seiten und welche Art der Umsetzung, welche Handlungspraxis, so wie wir das nennen, folgt eigentlich daraus. Punkt 3, und das ist unser Lieblingsthema, unser Hintergrund ist die Organisationssoziologie und die Medienpädagogik. Unser Lieblingsthema, welche Rahmenbedingungen in der Schule, in den der Schule umgebenden Institutionen und natürlich Land, und man kann eigentlich heute noch weitergehen, das will ich heute nicht elaborieren, aber auch, welche Wirkung hat eigentlich sowas wie PISA auf die Mediennutzung der Einzelschule? Und die ist messbar. Mache ich aber heute nicht, aber das sind sozusagen unsere Themen, die drumherum gehen. Es gibt, die Schule ist ja nicht im luftleeren Raum, so autonom sie zu sein scheint. Und das Ganze war auch aus der Überlegung heraus fokussiert auf die Klassen 5 und 6 mit der Motivation, was passiert eigentlich im Übergang von Primar in die Sekundarstufe. Annahme war, es gibt, erstens gibt es schon gewisse Untersuchungen, auch in NRW, zu dem, was mit Medien in der Grundschule passiert. Und hier gibt es traditionell im deutschen Schulsystem ohnehin ein Bruch. Und was passiert jetzt in diesem Übergang 5-6? Ich werde nachher immer wieder auch auf beide Gruppen eingehen. Das war methodisch schwierig, weil wir ja auch immer gefragt haben, jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie sind in Klasse 5 und 6 und was machen Sie dort mit Medien? Das ist in einem Gespräch leicht möglich, in einem Fragebogen immer etwas schwierig. Über die Grenzen werde ich gleich noch was sagen. Was waren unsere Untersuchungsbereiche? Im Kern standen die Frage der Medienintegration, also der Veränderung von Unterricht, der Verbesserung von Unterrichtsqualität mit und durch Medien und die Medienkompetenz. Und das sind die für uns wesentlichen rahmenden Bedingungen, also die klassischen Bereich, Dr. Heinemann hat es gesagt, hier sind eigentlich eher die Schulträger verantwortlich. Das ist ohnehin noch ein wichtiges Thema, was ich am Ende nochmal adressieren will. Die Frage der medienpädagogischen Unterstützung, das Schulmanagement modern oder eben die Schulleitung, also die Führung oder im Englischen Leadership. Die Frage der curricularen Integration, die Frage auch der Qualitätsanalyse, die Lehreraus- und Fortbildung und für uns ganz wichtig, und da will ich heute einen gewissen Fokus darauf legen, die Annahme, dass Einstellung und Orientierung von Lehrkräften aus ihrer persönlichen Erfahrung und Sozialisation heraus ganz prägend sind für die Art und Weise, wie sie mit Medien in ihrer Schule, mit ihren Schülerinnen und Schülern umgehen. Und das Ganze von der Grundidee war die Annahme, erst wenn Medien Alltag werden,
eine alltägliche Praxis in der Schule? Kann man überhaupt so etwas wie die vielfältigen Optionen, die die Medien, die digitalen Medien für Lern- und Lernprozesse haben, überhaupt erst messen und entwickeln? Insofern ist der Integrationsbegriff für uns ein ganz wesentlicher. Wie haben wir das gemacht? Es gehört zum guten Ton der Wissenschaft zu erklären, was sie getan haben und wie sie das getan haben und das so transparent wie möglich zu machen. Wir hatten eine zweigeteilte Studie, das eben quantitativ und qualitativ. Wir haben Lehrer befragt mit einem Papierfragebogen. Manche von Ihnen haben vielleicht daran teilnehmen dürfen, können, müssen. Ein Papierfragebogen, weil ein Online-Befragen, obwohl bei dem Thema so naheliegend, eine extrem starke Auswahl von Lehrkräften darstellt. Das ist immer noch so. Wir wissen das aus anderen Untersuchungen. Also logistisch ziemlich aufwendig. Wir haben versucht, eine ordnungsgemäße Stichprobe zu ziehen auf der Basis von Schulen. Das heißt, wir haben insgesamt knapp 100 Schulen in unsere Stichprobe einbezogen und zwar repräsentativ nach Schulform. Es ging ja nur alles ab der Grundschule, also ab 5. Klasse und repräsentativ nach den Regionen. Das war uns sehr wichtig, weil es gewisse Annahmen auch über Schulträger Unterstützung gibt in Bezug auf Städte, ländliche Regionen, Mittelzentren und so weiter. Das haben wir entlang des, das heißt Landesentwicklungsplan, der hat bestimmte Zonen definiert. Danach haben wir die Schulen repräsentativ ausgewählt, angeschrieben, mit der Schulleitung gesprochen, um Mitwirkung gebeten. Ich verrate kein Geheimnis, dass das sehr aufwendig war. Wir hatten insgesamt über 200 Schulen kontaktiert. Das heißt, hier nur die Hälfte wollte mitmachen und irgendwann wurde unsere Stichprobe immer schwieriger, aber wir haben es, glaube ich, geschafft. Wir können natürlich nicht ausschließen, dass in diesen Schulen die High Potentials, heißt das ja gern so neudeutsch, die Supermedienschulen alle zusammen sind und danach dieses Ergebnis geprägt ist. Das können wir nie ausschließen. Das sage ich deswegen ausdrücklich hier. Dasselbe gilt für die Lehrkräfte. Wir hatten insgesamt über 3.500 Fragebögen verschickt. Insgesamt haben knapp 1.500 Lehrkräfte geantwortet, das ist ein Rücklauf von 40%. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und die meisten Rückläufe sind zwischen 15% und 20%. Also auch da, Frau Abloff hat es ja auch schon mal gesagt, herzlichen Dank an alle, die dabei mitgemacht haben. Das ist eine unglaublich gute Quote. Dennoch könnten das genau die 40% medienaktiven Lehrkräfte gewesen sein. Wir haben gewisse Methoden, wie wir das versuchen zu identifizieren, aber endgültig abschließend werden wir das nie sagen können. Und insofern immer unter dieser Brille, unter diesem sozusagen oder durch diesen Film durchschauend, müssen Sie diese Ergebnisse auch bewerten. Ich versuche das auch immer wieder zu betonen, das ist, glaube ich, wissenschaftliche Reputation. Dann haben wir gesagt, das reicht uns nicht. Wir wollen ja wissen, warum. Wir wollen nicht nur wissen, das oder das nicht, wir wollen wissen, warum passiert das eine oder das andere oder eben auch nicht. Und deswegen haben wir an 6 Schulen Fallstudien gemacht und haben dann angefangen mit Lehrkräften, Schulleitung, Schulträger, Kompetenzteam, Schulaufsicht, entsprechend wirklich solche Kreise zu ziehen, so ein bisschen Zwiebelmodell und dort intensive Interviews geführt, die wir sehr aufwendig auch ausgewertet haben. Ich habe heute einige Zitate mitgenommen. Erschrecken Sie nicht, dass da auch Rechtschreibfehler drin sind oder solche Füllwörter. Das ist normal, das sind Originalzitate von Lehrkräften bzw. Schulleitungen. Und auch da haben wir versucht, dieses... wie Sie eben sprechen, also Sie sprechen da auch nicht druckreif, es mag Menschen geben, die druckreif sprechen, ich weiß, Herr Habermas kann druckreif sprechen, ich nicht, also insofern die Erms und Ös und Nüs sind eben Teil der Transkription. Wir haben das versucht auch zu verteilen, eben auf Land, Mittelzentren, also ein bisschen sagen konzentrierterer Ballungsraum und dann eben wirklich die Großstädte, die ja nun in NRW durchaus dominant sind. Was sind die zentralen Ergebnisse? Ein erstes zentrales Ergebnis. Wir haben erstmal geschaut, was wissen wir denn eigentlich bisher über Mediennutzung durch Lehrkräfte? Und ich hatte schon gesagt, das ist ziemlich stochern im Nebel. Es gibt viele Untersuchungen nicht dazu. Ein paar haben wir mal versucht zusammenzustellen seit 2002, das in Bayern. Und es gab immer solche Rubriken wie mehr als einmal oder einmal pro Woche, einmal oder weniger als einmal pro Monat und nie. Und wenn Sie in 2002 sehen, bayerische Lehrer, ich werde jetzt keine weitere Qualifizierung durchführen, haben wir immer noch 50% der Lehrkräfte gehabt, die gesagt haben, wir nutzen sie nie. 2002. Und jetzt haben wir, das ist die Untersuchung jetzt in NRW, wir haben nur noch 5%. Und wenn Sie die Zahlen, ohne das jetzt so im Detail durchzugehen, verfolgen, sehen Sie, es hat immer eine
durchaus signifikante Steigerung gegeben. Also wir sind jetzt hier unten und immerhin über die Hälfte der Lehrkräfte sagen, mehr als einmal die Woche oder einmal pro Woche nutzen sie Medien. Das häufig, sehr häufig ist, man kann das nicht hundertprozentig vergleichen, ist ein bisschen wie Äpfel mit Kiwis, aber immerhin sind sie saftig und süß. Das größte Problem dabei ist die Bewertung. Herr Dr. Heinemann hat es gesagt, Herr Faubel hat es gesagt, Frau Abloff haben es gesagt. Das größte Problem, was heißt das denn jetzt? Können wir sagen, da sind wir ja zufrieden. Über die Hälfte machen das, ist ja dufte. Aktionen einstellen, die Jungen kommen nach, das wird sozusagen eine biologische Evolution sein und irgendwann haben wir das erledigt. Oder sagen wir, was machen die denn eigentlich, die 5%, die das gar nicht nutzen? Wissen sie es nicht? Können sie es nicht? Wollen sie es nicht? Und insofern ist die Grundfrage jetzt bei allen Ergebnissen, die ich präsentieren werde, ich werde versuchen, sie so komprimiert wie möglich immer schön auch zu highlighten, was meiner Ansicht nach jetzt wichtig ist. Das Grundproblem ist das Glas halb voll oder halb leer? Auch bei der Häufigkeit, wenn Sie bestimmte Fächer haben, die nur einmal die Woche unterrichtet werden, eine Stunde, und in diesen Fächern, die vielleicht Exotenfächer sind, werden Medien einmal im Monat eingesetzt, mag das sehr viel sein. Wenn Sie Fächer haben, die mehrfach die Woche unterrichtet werden und vielleicht klassische Fächer wie Mathe oder Deutsch sind und da werden die Medien nur einmal im Monat genutzt, mag das sehr wenig sein. Diese normative Setzung entzieht sich sozusagen der Kompetenz des Wissenschaftlers. Das ist eine Frage von Curricula, das ist eine Frage von pädagogischer Überlegung. Und insofern immer wieder würde ich Sie auch bitten, bei den ganzen sozusagen Ergebnissen auch immer ein Stück zu reflektieren, ist das jetzt wirklich viel oder ist das wenig? Ist das toll oder ist das schlecht? Ich werde versuchen, das immer an den richtigen Stellen zu formulieren. Wir haben dann weiter untersucht, wie sieht das denn aus nach Schulform? Ich hatte gesagt, wir haben die unterschiedlichen Schulformen ab der Sek 1. Die Sek 2 haben wir ein bisschen außen vor gelassen, ab der Sek 1 untersucht. Und was stellen wir fest? Dass wir hier durchaus eine relativ durchschnittliche, im Vergleich zur Gesamtgröße, durchschnittliche Mediennutzung haben der Lehrkräfte. Also das sind immer die regelmäßigen, die Folien sind jetzt in Zukunft fast immer so aufgebaut. Das sind die gelegentlichen, also einmal pro Woche bis einmal pro Monat. Das sind die seltenen, das sind die sehr seltenen und das sind die gar nicht. Und was uns hier auffällt, ist eigentlich zweierlei. Einerseits, die Gymnasien sind ein wenig höher, sozusagen auch signifikant höher als der Durchschnitt. Und was uns auch auffällt, die Gesamtschulen sind signifikant niedriger als der Durchschnitt. Und das zieht sich durch die gesamte Untersuchung. Und es wäre interessant mit Ihnen nachher, wir haben ein paar Hypothesen, warum das so ist, mit Ihnen nachher auch darüber nochmal zu diskutieren. Es zieht sich durch die gesamte Untersuchung von Medienkompetenzentwicklung, Einschätzungen, Motivation, dass die Gesamtschulen immer signifikant niedriger liegen. Das ist für uns eine extrem überraschende, ein extrem überraschendes Ergebnis. Wir haben dann, das ist ja die eine Seite, Lehrkräfte, das ist so das, was ich jetzt hier mache, das ist ja Teaching 0.2. Teaching 2.0 wäre ja aktives Involvieren. Sie twittern hier mit mir und fragen einfach mal schnell und dann machen wir das hier interaktiv. Und Sie sitzen gar nicht mehr hier, sondern irgendwo anders. Interessant ist ja die Frage, was machen denn eigentlich die Schülerinnen und Schüler? Also, Mediennutzung in Schülerhand. Und das unterscheidet sich signifikant von Mediennutzung in Lehrerhand. Das ist nämlich deutlich, deutlich geringer, erstmal grundsätzlich. Also Sie sehen hier, wir liegen bei in der Gesamtstichprobe nur noch bei 38%. Also vorher hatten wir über knapp 50. Also wir haben sozusagen hier eine deutlich geringere Nutzung der Schülerinnen und Schüler. Und was uns auffällt ist, auch hier wiederum, dass die Gesamtschulen im Vergleich zu allen anderen deutlich geringere Nutzung der Medien mit ihren Schülerinnen und Schülern haben. Und das ist jetzt für uns weniger überraschend, aber es ist eine der Ergebnisse, die ich gerne sozusagen auch hier nochmal betonen will, weil das ist die erste Untersuchung, die die Förderschulen mit einbezogen hat. Die werden nämlich immer sonst systematisch ausgeblendet aus allen Untersuchungen, weil die ja alle so speziell sind, andere Schulträger, andere Schülerinnen und Schüler. Ich finde, nicht nur wegen der Inklusionsdebatte, die wir in Bremen jetzt sehr, sehr intensiv führen und schon durchführen, sondern insgesamt da zu wissen, was passiert und was kann man eigentlich auch daraus lernen. Hier sehen wir irgendwie ganz signifikant höherer Einsatz von Medien in der Hand der Schülerinnen und Schüler.
Was eben auch bedeutet, es geht. Und was sind aber die Voraussetzungen dafür, dass das funktioniert? Die Gelegenheit, die ich heute nutzen wollte, ist mit einem beliebten Vorurteil abzurechnen. Nämlich die Frage, ist die Mediennutzung durch Lehrkräfte eine Altersfrage? Also, löst sich das Problem biologisch? Antwort, nein, im Gegenteil. Und ich habe mal versucht darzustellen, das sind die Dienstjahre, man könnte jetzt auch das Lebensalter nehmen, das korreliert relativ stark mit dem Dienstalter, nicht exakt, aber relativ. Und was wir sehen ist, das ist die regelmäßige Nutzung, dass wir hier eigentlich so ein Auf und Ab haben. Das heißt, hier haben wir die Referendarinnen und Referendare noch deutlich niedriger als die Restgruppe. Das ist ja auch eine interessante Botschaft, die dahinter steckt. Und dann haben wir hier die Jüngsten, die Altersgruppe 1 bis 4 Dienstjahr, dann nimmt es wieder ein bisschen ab. Und dann geht es hier, die Oldies, 25 Dienstjahre und mehr, die Silbergeneration, die offensichtlich Medien intensiv nutzt. Warum? Unsere These ist, dass das was mit Erfahrung, Einstellung und Orientierung und Souveränität im Unterricht hat, zu tun hat. Das heißt, hier ist sozusagen so viel Erfahrung drin, dass man durchaus auch mit den Risiken, also den technischen Risiken des Umgangs mit digitalen Medien, locker umgehen kann. Und wenn es halt nicht funktioniert, das Whiteboard, nehme ich halt doch wieder die Tafel. Und wenn der Laptop nicht funktioniert, schlagen wir wieder Hefte und Bücher auf. Also das ist auf jeden Fall ein interessantes Ergebnis. Wir sehen, bei den gelegentlichen Nutzern gibt es so gut wie gar nicht sozusagen Unterschiede. Bei den seltenen ist sozusagen auch bei den Referendaren ist sehr hoch. Das ist durchaus eine entscheidendes Ergebnis. Also insofern dieses eindeutige Zuordnen, was auch gerne formuliert wird, je älter, desto weniger, ist zumindest aus unserer Untersuchung mit unserer Stichprobe überhaupt nicht belegbar. Sehr erfreulich. Wie bewerten nun Lehrkräfte die Unterrichts- und Medienpraxis? Ich glaube, die Kernaussage ist sehr, sehr unterschiedlich und fast schon zerrissen in der Art und Weise, wie sie damit arbeiten. Erster Punkt, die Frage, mit welchen Kompetenzen, Medienkompetenzen, kommen Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule in die Klasse 5. Und diese Kompetenzen sind so heterogen, dass eigentlich wieder von vorne angefangen werden muss. Es gibt Grundschulen, intensive Mediennutzung, intensive Methodenkompetenz, Gruppenarbeiten und so weiter. Und es gibt Schulen, wo das nicht der Fall ist, die kommen zusammen in die 5, also fangen wir wieder beim kleinsten gemeinsamen Nenner an. Das gilt auch für die Medienarbeit. Zweitens, die meisten Lehrkräfte haben deutlich gemacht, uns fehlt noch der Zusatznutzen. Warum sollen wir das tun? Wir haben das so formuliert nach positiven Rationalisierungseffekten. Was jetzt für, wenn wir nicht Lehrkräfte sind, sondern einfach mal Menschen, uns da selbstverständlich nachvollziehen können, dass wir davon etwas haben müssen. Was ist mein Mehrwert? Und der Mehrwert kann sein, ich spare selbst Zeit, ich spare vielleicht auch Kosten. Aber der Mehrwert kann auch sein, meine Schüler, Schülerinnen können damit ganz anders lernen. Also es ist nicht nur eine individuelle Kosten-Nutzen-Abwägung, sondern auch, bei Pädagoginnen und Pädagogen zumindest, auch eine Abwägung für ihren Unterricht. Wenn dieser Mehrnutzen nicht erkennbar ist, dann ist die Motivation ziemlich gering. Das ist nicht weiter überraschend. Was sind die Leitmedien in der Schule? Der Fernseher und die Zeitung und das Buch. Und Frau Appeloff hat es ja schon angedeutet, wir haben einen rasanten Medienwandel und was wir in der Untersuchung festgestellt haben ist, Wikipedia ist der Renner. Und das ist ja eigentlich ein junges Angebot. Wenn man das mal so vergleicht zum Buch, ist Wikipedia noch nicht wirklich alt. Wikipedia ist das dominante Medium in der Schule und Internetnutzung auch die dominante Nutzungspraxis. Internetnutzung und dann spielt Wikipedia eine Rolle. Ich komme gleich mit Wikipedia nochmal auf ein paar Details. Herr Dr. Heinemann hat es gesagt, das Land stellt gemeinsam mit den Kommunen Material zur Verfügung. Online-Material heißt Edmond. Wahrscheinlich ist das hier in dieser Runde Eulen nach Athen tragen. Wenn Sie die Statistik bemühen, sehen Sie, dass weniger als 10% Online-Angebote aus Edmond nutzen. Und fast 80% sagen, kennen wir nicht, aus unserer Stichprobe. Das deutet ein bisschen darauf hin, dass wir es nicht nur mit den Obermedienaffinen zu tun haben, denn die würden es wahrscheinlich kennen. Also insofern haben wir vielleicht wirklich die ganz normalen Lehrkräfte erreicht mit unserer Befragung und das ist ein Ergebnis, das lassen wir jetzt erstmal so dahingestellt,
offensichtlich gibt es Angebote, die unbekannt sind. Der letzte Punkt, die Forschung natürlich gerne, aber auch die Medien sozusagen Propagierenden in den Schulen kommen ja immer wieder mit der nächsten Sau, also mit der nächsten technologischen Sau, die sich durchs Dorf treiben. Also, dass wir jetzt Social Software hier stehen haben, ist eigentlich schon wieder veraltet, weil es ist ja eigentlich der iPad. Und mit jeder technologischen Lösung gab es die Hoffnung, dass alles besser wird, dass alle Probleme, die es vorher gab, gelöst wären. Das war in der Debatte vor 10 Jahren ein Laptop für jeden Schüler. Das haben wir jetzt mit den Interactive Whiteboards und so weiter. Das halte ich für eine einfach grundlegend falsche Herangehensweise. Der Weg geht andersrum. Das heißt also, was finden wir? Social Software ist in Schule mehr oder weniger noch wenig genutzt. Man kann sich ja, wir werden hier bestimmt einige Expertinnen und Experten haben, die auch jetzt hier bei der Ausstellung sind, die zeigen können, was man alles machen kann. Aber das dauert, sozusagen der Ansteckungsprozess, bis das in der Schule in eine Breitenwirkung kommt, ist sehr, sehr lange. Und insofern muss man sich nicht weiter wundern, wir wollten es trotzdem wissen, aber die Ergebnisse waren im Prinzip erwartungskonform. Was haben die Lehrkräfte aber als Potenziale digitaler Medien artikuliert? Und jetzt kommen Zitate, die erwähnten mit den Ams und Ers von Lehrkräften aus unseren Interviews. Zum Thema Internet und Wikipedia. Eine Lehrkraft aus einer Gruppendiskussion: Diese Internetrecherche als Tool, die verändert überhaupt diesen ganzen Beruf von uns ganz extrem. Was früher diese Referate, das ist ja dadurch unheimlich viel schwieriger geworden, weil die Schüler ja dann teilweise mit ihren 20 Seiten Wikipedia da auflaufen. Also ambivalent. Es ist einerseits durchaus wertgeschätzt, das zu tun, andererseits andere Arbeitsformen, aufwendiger. Das Thema Plagiat ist ein Riesenthema, ambivalent. In der gleichen Gruppendiskussion sagen Lehrkräfte, dass sie selbst Wikipedia für ihre Unterrichtsvorbereitung nutzen. Wenn aber Schülerinnen und Schüler ein Referat halten und Wikipedia benutzen, ist das ein Plagiat. Das ist ein gewisses Dilemma. Und dieses Problem zieht sich in diese gesamte Umgang mit neuen digitalen Medien sehr gut durch. Ein anderes Beispiel zum Thema Lernsoftware, das war jetzt eine Mathematikgruppe, gerade bei den dynamischen Geometrieprogrammen, das geht über einen ganz anderen Kanal bei den Schülern in den Kopf rein und wird auch einfach anders abgespeichert. Also, das ist faszinierend. Da ging es um die Frage, ob man eben verschiedene Kurven und entsprechende Dreiecke anders darstellen kann, um eben zu sehen, was verändert sich, wenn ich Winkel verändere und so weiter. Also, interaktive Form, sehr wohl wertgeschätzt. Also, wir haben es hier mit einer grundlegenden Ambivalenz zu tun. Bildungspolitisch ist eine der wenigen, sagen wir mal, gemeinsamen Nenner, die 16 Bundesländer offensichtlich in ihren großen Pamphleten formuliert haben, die Förderung von Selbstlernprozessen. Normalerweise sind die 16 Bundesländer, macht ja jeder was anderes. Da sind sie sich irgendwie alle einig, das sei wichtig. Das ist auch gut so, dass sie da sich einig sind. Und insofern war die Frage, wie schätzen denn Lehrkräfte das Potenzial digitaler Medien für Selbstlernprozesse ein? Erste Frage, wie schätzen sie es ein? Das Ergebnis war hier unten, digitale Medien helfen beim selbstständigen Lernen. Immerhin stimmen 20% voll zu und 58% eher zu, also haben wir fast 80% Zustimmung. Ja, sie helfen beim selbstständigen Lernen und sie sind ein wertvolles Instrument zur Strukturierung in Schülerhand. Auch hier haben wir noch weit über die Hälfte, die sagen, jawohl, dem stimme ich zu. Soweit, so gut. Die Untersuchung zeigt aber, dass im konkreten Unterrichtseinsatz Medien zur Unterstützung von schülerzentrierten, selbstgesteuerten Lernprozessen so gut wie gar nicht genutzt werden. Das heißt auch hier wieder ein Dilemma. Einerseits Potenziale werden gesehen, andererseits die Nutzung erfolgt aber nicht. So langsam nähern wir uns ja den Ergebnissen im Hinblick darauf, warum? Was ist da sozusagen das große Problem? Insofern haben die Lehrkräfte versucht eben auch zu formulieren und wir haben versucht herauszufinden, was sind sozusagen die zentralen Gelingensbedingungen oder Hinderungsgründe für eine solche Medienintegration. Und wir haben insgesamt 6 Felder identifiziert, die ich jetzt an Beispielen versuchen will zu illustrieren. Also jetzt kommt die Frage nach, warum oder was wir sagen können, was könnten Gründe sein, dass dieses so ist. Also es fängt an mit den Einstellungen und Orientierungen. Es geht natürlich um die Frage der eigenen Kompetenz, es geht um die Frage des Zugangs,
der Ausstattung der Schulen. Es geht um mein Lieblingsthema des technischen Supports und auch des pädagogischen Supports, die Frage der Schulkultur und des Organisationsklimas und dann nochmal die äußeren Rahmenbedingungen. Zu den Einstellungen und Orientierungen. Ich möchte 4 zentrale Aspekte aus Sicht der Lehrkräfte anhand wieder von solchen kleinen Interviewschnipseln, die umfangreiche Interpretation finden Sie im Buch, das kann ich hier alles gar nicht tun, aus kleinen Interviewschnipseln versuchen zu rekonstruieren. Punkt 1, in Schulen ist nach wie vor ein Präsenzort. Wir haben das genannt, Prominenz der Handlungspraxis unter physisch Anwesenden. Ich weiß nicht, wie man in Schulen mit klingelnden Handys umgeht, an Universitäten ignoriert man sie einfach, weil es sowieso nicht zu bewältigen ist. Also insofern... Ja, was war das, diese Prominenz der Handlungspraxis unter physisch Anwesenden? Diese Präsenz ist ganz wesentlich. Zitat, und zu viele neue Medien schaden ja auch dem Sozialen irgendwann. Ich finde, zu viel Medieneinsatz, da leidet dann ja irgendwann auch ein Stück weit die Kommunikation drunter. Und das Zweite, sehr schön, Smartboards, absolut Hightech, hat er dann dem anderen erklärt, was das ist. Das Ende vom Lied ist aber, die reden kaum noch miteinander, da sitzt jeder, arbeitet dann da an seinem Laptop die ganze Zeit, das ist dann wieder die andere Kiste. Also, Ambivalenz. Einerseits Nutzung, gerne, andererseits Schule als Präsenzort in der Kommunikation, so wie wir das ja hier hoffentlich heute auch noch tun. Zweiter zentraler Punkt, hohe Bedeutung der Materialität der Handlungspraxis. Also, alles was virtualisiert ist, ist erstmal ein völliger Bruch zu den bisherigen Arbeitsformen in der Schule. Das bewegt sich, aber eben langsam. Zitat, ich finde immer noch in Klasse 5, also wenn die da jetzt der Wolf machen, die sind da noch total heiß, das selber zu machen, also die sitzen dann da, malen ihren Wolf und machen es eben nicht online auf dem iPad oder in einem Whiteboard. Was mich da auch öfter stört, also LoNet, eine Lernplattform, ist ja eine schöne Sache, aber Schüler haben da kein Interesse dran, habe ich manchmal den Eindruck, die sind froh, wenn sie eine Kopie von uns in die Hand bekommen. Zitat Ende. Parallel in der Universität, unsere Studierenden wollen nach wie vor einen Handapparat haben. Und zwar einen in Papier. Also es ist nicht notwendigerweise so, dass das nur die Schülerinnen und Schüler so fordern. Also diese Frage des Anfassens, des Haptischen, des Umgangs vor Ort, ist ein ganz zentraler Punkt. Dritter Punkt. Ein ganz große Ambivalenz in der Auseinandersetzung mit der Medienwelt der Schülerinnen und Schüler. Zitat, wir hatten auch schon einen Kollegen in YouTube aus dem Unterricht gefilmt, aber es ist dann geregelt worden, typisch pubertierende Klasse, wie eiskalt die das durchziehen. Die sind emphatisch einfach nicht in der Lage dazu, das nachzuvollziehen und da ein Bewusstsein machen, Medienkompetenz, das finde ich, ja, wäre für mich eine zentrale Aufgabe auch, ja, ist eine echte Sisyphusarbeit. Also hier wiederum ambivalentes Verhältnis. Und vierter Punkt, ganz zentral, Angst vor Kontrollverlust. Insbesondere im sogenannten intergenerationellen Konflikt, den Sie immer haben als Lehrkräfte, weil das ist eine andere Generation. Zitat, Sie sind häufig nicht bereit, das ging um die Kolleginnen und Kollegen, sich in eine Unterrichtssituation zu begeben, die sich nicht sauber beherrschen lässt. Also wenn der Schüler in Excel ist und dem Lehrer was vormacht, da gibt es immer noch Kolleginnen und Kollegen, die können das nicht aushalten. Also Kontrollverlust, Schülerinnen und Schüler können was besser, das hindert daran, dieses offen, ein Grund dafür. Und als Fazit dieser Einstellung und Orientierung, wir können davon reden, wir haben ein ambivalentes Verhältnis, wir haben sehr, sehr oft gesehen, die Mediennutzung der Schülerinnen und Schüler wird stark defizitorientiert gesehen, also das können die alles nicht und das ist auch alles nicht gut und das ist alles auch so ein Unsinn in Facebook. Und warum macht man das überhaupt? Und das müssen die doch wissen, dass das persönlichkeitsrechtsmäßig alles ganz furchtbar ist. Also es ist ein sehr stark aus der Defizitperspektive an Schüler herangetreten. Skeptische Perspektive, Kontrollverlust und was ist die Reaktion? Verbot. Handyverbot, YouTube-Verbot. In Bremen ist der Filter so eingestellt, eigentlich können sie gar nichts machen. Das ist auch eine Form von Umgang mit Medienkompetenz. Das ist der Bereich Einstellung und Orientierung. Also Sie sehen, das ist uns ein ganz wichtiger Bereich, der wird nämlich in der Forschung völlig vernachlässigt. Die Frage nach Gründen, Motivation des Handelns ist für uns ganz wichtig. Zweiter Punkt, medienpädagogische Kompetenz.
Die Frage, was können Lehrkräfte eigentlich tun, war früher eine Riesendebatte, Schulen ans Netz, dann gab es solche Intel-Schulungen, Lehrerfortbildungen, man muss irgendwie mit dem Computer umgehen. Das Thema ist vielleicht noch nicht erledigt, wenn man jetzt mal den Computer nimmt, aber immerhin 65% sprechen von sehr sicher oder sicher, Selbstkompetenz. Selbsteinschätzungen sind immer ein Stück schwierig, aber hier wissen wir auch, dass Frauen tendenziell sich deutlich schlechter einschätzen als Männer. Ist nicht nur bei Lehrerinnen der Fall, sondern überall. Es ist einfach verwunderlich, was Männer so glauben, was sie alles können. Sie sehen also, wir haben also da immer noch sehr unsicher und eher unsicher durchaus einen Teil, aber das ist verschwindend gering und das wird sich sicherlich auch wahrscheinlich nie auf Null reduzieren lassen. Aber interessant, es gibt sozusagen auch schon neue Medien, aber Sie sehen, hier haben noch schon relativ wenig geantwortet, die sich sozusagen jetzt so langsam, immerhin schon ein Viertel, die sagen, von denen, die überhaupt geantwortet haben, dass sie sich damit mit dem interaktiven Whiteboard schon heimisch fühlen. Das ist ja immerhin schon ein erfreuliches Ergebnis. Wo erwerben Lehrkräfte ihre Kompetenzen? Die Annahme ist, dass sie das, also in Bezug auf Medienarbeit natürlich, die Annahme ist natürlich, dass sie das in den Institutionen tun, die dafür sagen, verantwortlich sind. Und ungefähr so, wie dieses Dreieck zeigt, so ungefähr kriegen sie das mit in den Institutionen. In der Fortbildung noch relativ breit, im Referendariat deutlich weniger und im Studium ganz gering. Und das meiste ist autodidaktisch und unter Kolleginnen und Kollegen. Und zwar mit riesem Abstand. Wir haben mal geguckt, unter der Frage, wo und wie erwerben Sie Ihre Kompetenz, also grundlegende Kompetenzen, Nutzung spezieller Software, Medien als Thema im Unterricht, fachdidaktische Konzepte. Der Anteil des Autodidaktischen ist dort ganz hoch, aber hier immer noch über 50% und unter den Kollegen immer noch bei 30%. Alle anderen Angebote, Fortbildung, Dritter, auch Freunde und so weiter. Also es gibt ja ganz vielfältige Möglichkeiten. Wir haben auch nach Schülern gefragt, ob sie da was lernen. Tun sie natürlich nicht. Insofern ist hier ganz deutlich diese Betonung auf individuelle Kompetenzerwerb, autodidaktisch und schulintern. Unter Kolleginnen und Kollegen können natürlich auch Fachkolleginnen anderer Schulen sein, das ist schon klar. Also das ist sicherlich ein interessantes Ergebnis. Die Qualifizierung für den didaktischen Einsatz ist aus Sicht der Lehrkräfte selbst sehr gering ausgeprägt, nach wie vor. Sie haben diese grundlegende Bedienkompetenz, ist da. Spezielle Software will man natürlich immer mal trainiert werden, geht uns ja allen eigentlich immer so. Aber die Frage, was mache ich jetzt damit sinnstiftend im Unterricht, Zusatznutzen, positive Rationalisierungseffekte, ist relativ gering ausgeprägt. In der ersten und zweiten Phase der Lehrerausbildung, und ich rede jetzt hier von Nordrhein-Westfalen, wir haben uns Prüfungsordnung angeguckt, wir haben die Prüfungsordnung für die Studienseminare uns angeguckt, wir haben versucht, das möglichst breit zu recherchieren. Was wir finden, ist punktuell zufällig. Da gibt es einen Seminarleiter, der das macht und dann wird das gelernt. Da gibt es einen Dozenten in Mathematik, da wird das gemacht. Es ist aber durchaus möglich für eine Lehrerin, einen Lehrer heute ohne irgendeinen Medienkontakt, digitalen Medienkontakt, von der Schule, da hat er ja auch keinen Medienkontakt gehabt, also sagen von dem Kindergarten bis wieder zurück in die Schule zu laufen und dann eben zu unterrichten. Dass die alle Facebook beherrschen, die jungen Menschen, dazu zähle ich ja wahrscheinlich auch noch so halb, das ist ja alles klar. Dass die mit einem Word-Processing-Programm umgehen können, ist auch klar. Und dass sie irgendwie PowerPoint bedienen können, weil sie Seminararbeiten davor stellen, ist auch klar. Die Frage ist die didaktische Umsetzung in ihrem eigenen Unterricht. Und da haben, und das ist sozusagen eine Schelte, deswegen betone ich das hier vielleicht am meisten, die Universitäten schlichtweg die letzten Jahre immer noch versagt. Es ändert sich schrittweise. Man sieht, dass jetzt langsam Generationen kommen, die sagen, wir haben es immerhin schon mal behandelt. Das ist ja schon mal was. Aber die systematische Einbeziehung von digitalen Medien in der didaktischen Konzeption, in den Fächern, ist zufällig. Und das ist sicherlich ein Problem. In der Lehrerfortbildung habe ich ja schon betont, der Schwerpunkt der Kolleginnen und Kollegen liegt eindeutig auf den schulinternen Maßnahmen, ist jetzt auch nicht wirklich neu, das gilt ja für andere Bereiche auch. Also lieber jemanden im Haus, in der vertrauten Umgebung, im Kollegium als extern. Und die Bewertung der externen Angebote ist eher schlecht. Und das liegt einerseits daran, es gibt nichts.
oder es entspricht nicht meinen Bedarfen. Und insofern ist dieses ein Punkt, auf den komme ich nachher nochmal bei der medienpädagogischen Unterstützung zurück. Also wenn wir über Schulnoten reden, liegen wir bei der Bewertung von Fortbildungsangeboten bei 3- und schlechter. Und wir haben bewusst diese Skala genommen, weil Sie kennen die ja in- und auswendig. Und Sie wissen auch, wie super objektiv Noten sind. Insofern wollten wir das auch gerne sozusagen in Ihrem, in Ihrer Denkweise belassen. Dritter Punkt, Ausstattung und Zugang. Das ist eine Aufgabe des Schulträgers. Das geht das Ministerium nur eingeschränkt was an. Die LFM eigentlich ja auch nicht. Die wird Ihnen auch nicht, da brauchen Sie gar keine Hoffnung haben, neue Rechner kaufen oder Whiteboards oder iPads. Trotzdem ist das eine, das sind ja alles Bedingungen für das Gelingen. Wie sieht das aus mit der Ausstattung? Wir haben keine Rechner gezählt. Das war nicht Teil des Auftrags, ist auch mühselig, weil jede Kommune das irgendwie für sich selbst macht und manche wissen das, manche wissen es auch nicht. Wir waren gerade in der Stadt Frankfurt und haben gefragt, wisst ihr, wie viele Rechner bei euch in den Schulen stehen? Ungefähr 14.000. Ja, warum ungefähr? Naja, die Schulen kaufen selbst, sie kriegen gespendet, sie beteiligen sich an Projekten, das wissen wir alles nicht. Also insofern ist das müßig. Haben wir jetzt Schüler-Computer-Verhältnis 1 zu 8, 1 zu 10, 1 zu 4. Wir haben auf jeden Fall im internationalen Vergleich deutlich, deutlich geringeren Anteil von Rechnern pro Schüler. Das ist sicher. In den Berufsschulen ein bisschen mehr, in den Allgemeinbildenden deutlich geringer. Skandinavische Länder liegen bei 1 zu 3, zum Teil 1 zu 2. Da sind wir sicher nicht, aber so genau wissen wir das nicht. Wir haben aber auch die Perspektive der Lehrkräfte gefragt. Welche Zugangsmöglichkeiten haben Sie? Und da sehen wir, das zentrale Paradigma des Zugangs in den Schulen ist der Computerraum. 88%, natürlich nur nach Anmeldung und Absprache. Und hier haben wir ein zentrales Problem. Auch wenn wir immer sagen, Pädagogik vor Technik, die anderen Punkte habe ich auch schon erwähnt. Aber wenn ich natürlich spontan, schülerorientiert etwas machen will, dann ist der Computerraum nicht der richtige Ort, weil wenn er überhaupt frei ist, muss ich ihn, weil er nicht von der Informatik verbucht ist, muss ich ihn vorher organisieren, ich muss ganz anders meinen Unterricht planen. Medienecken deutlich geringer und der Zugang zu mobilen Endgeräten, die dann logischerweise jederzeit möglich wäre, Laptop-Klassenwagen, schülerindividuelle Laptops, ist in Deutschland noch sehr, sehr unterentwickelt. Und insofern über 80% der Schulen, die überhaupt keinen Zugang zu mobilen Endgeräten, der Lehrkräfte, die keinen Zugang zu mobilen Endgeräten haben. Das ist sicherlich auch, nicht ausschließlich, auch ein Hindernisgrund. Anders sieht es aus, das möchte ich hier nochmal deutlich betonen, in den Förderschulen. Hier haben wir nämlich, wenn wir uns sozusagen den Klassen- und Fachraum angucken, einfach ein völlig anderes Konzept. Das hat auch was mit Räumlichkeiten zu tun, das würde jetzt alles ausufern, es gibt schon viele Gründe, warum das so ist, aber nur noch mal deutlich zu machen, hier gibt es ein anderes pädagogisches Konzept in Förderschulen, 80% jederzeit Zugang im Klassen- oder Fachraum, jederzeit, das ist ein völlig anderes Arbeiten mit Medien in der Integration im Unterricht, ich wollte das nur noch mal deutlich machen, dass es hier eben auch Konzepte gibt und auch Formen, die das anders ermöglichen. Insofern ist Ausstattung, Zugang ein wichtiges Kriterium, ein notwendiges, wenn auch nicht hinreichendes für Medienintegration in den Unterricht. Vierter Punkt, pädagogischer und technischer Support. Ganz schwierig, ganz schwieriges Thema. Der pädagogische Support noch ein bisschen einfacher. Wenn wir uns angucken, Herr Faupel hat es ja auch schon erwähnt, die Unterstützungsangebote für die Schulen in Nordrhein-Westfalen sind verglichen zu anderen Bundesländern eigentlich auf dem Papier und das, was wir aus den Befragungen wissen, eigentlich ziemlich gut. Medienberatung, es gibt Kompetenzteams, die Medienzentren haben ihre Aufgabe, es gibt Medienbeauftragte in den Schulen mit mehr, eher weniger oder gar keinen Ermäßigungsstunden, aber es gibt ein sozusagen mehrstufiges System überhaupt. Es gibt andere Bundesländer, wo man das schlichtweg ignoriert, dass man das bräuchte. Also insofern ist das hier eigentlich sozusagen von der Vielfalt des Angebotes durchaus bemerkenswert, auch gerade eben diese Steuerung in der Kombination zwischen Ministerium und den Landschaftsverbänden. Ich sage das jetzt nicht,
weil sie hier sitzen. Sie waren so ohnehin nicht Auftraggeber. Also ich könnte jetzt auch anders hier argumentieren, sondern es ist wirklich diese Verbindung ist eine Besonderheit. Die gibt es so nicht. Diese Trennung zwischen innerer und äußerer Schulangelegenheiten ist ohnehin eine so deutsche Spezialität. Wenn Sie nach USA, Großbritannien, Skandinavien gehen, das versteht sowieso überhaupt niemand. Warum der eine den Stuhl kauft und der andere die Lehrer bezahlt, das ist völlig unverständlich. Warum bei Medien schwierig ist der... Ist das Betriebssystem ein Lernmittel oder ein Lernmittel? Da können bestimmt sehr viele juristische Hausarbeiten im öffentlichen Recht drüber geschrieben werden. Aber die Lösung haben wir nicht, in keinem Bundesland. Das sind die Unterstützungssysteme. Wenn wir uns jetzt angucken nach Schulnoten, wie sie bewertet werden, dann sind die Ergebnisse leider nicht gut. Und zwar sowohl die medienpädagogische Unterstützung, hier sind wir bei einer knappen 4, die Unterstützung des Kompetenzteams bei einer knappen 4 und der technische Support ist bei 3,2. Das ist auch so ein bisschen Glas halb voll, Glas halb leer. Also befriedigend heißt ja, man ist zufrieden damit. Aber in der Schule eine 3,2 im Abi, wär ich nicht damit zufrieden gewesen. Also insofern ist das natürlich auch da ein bisschen relativ. Die Ergebnisse sind sicherlich so zu bewerten, dass zum Teil die Kompetenzteams nicht zu dem Zeitpunkt noch nicht vollständig installiert waren oder sehr unterschiedlich auch agiert haben. Die Frage der medienpädagogischen Unterstützung, die ja mit dem Kompetenzteam eng verwoben sind, da gilt das Gleiche. Und der technische Support ist sicherlich ein Schwerpunktthema, was in Zukunft als Voraussetzung für, wie die, der Zugang, als Voraussetzung für die funktionsfähige Infrastruktur extrem wichtig ist. Denn wer von Ihnen hat noch Lust, sich in einen Computerraum, an einen Laptopwagen zu setzen und dann nicht genau zu wissen, ob von den 15 Geräten 12 gehen, nicht, Batterie voll, leer, geht der Beamer, ist sozusagen das Netz aktiviert, was ist der Webschlüssel? Das ist, wenn Sie heute sozusagen in ein Unternehmen gehen oder auch selbst in eine Verwaltung, ist das geklärt. In der Schule ist es nicht geklärt, sondern nach wie vor hoher Unsicherheitsfaktor. Was sind nämlich die Erwartungen der Lehrkräfte an diese IT-Infrastruktur, Betrieb und so fort? Zugang jederzeit an jedem Ort, eher mobil statt stationär, intern und extern, also Zugriff auf Materialien auf dem Schulserver von Schülerinnen und Schülern, als auch von Lehrkräften, Bremen verboten, hier je nach Kommune mal verboten, mal nicht, also sehr, sehr unterschiedliche Konzepte. Alltagstauglich ohne Barrieren, wir haben es gehört, die Learnline 2.0 wird lernförderlich, alltagstauglich und hoffentlich auch ohne Barrieren sein. Insofern, da tut sich ja immer was, das geht ja ganz schnell, deswegen war auch das nicht der Fokus. Breitbandige Netze und Lernplattformen, wenn man Multimedia-Content haben will, wenn man Videostreaming haben will, braucht man breitbandige Netze. Und das ist durchaus in bestimmten Regionen ein erhebliches Problem. Denn die kostenlosen Zugänge des großen Magenta-Riesen sind eben nicht breitbandig. Schon gar nicht für eine Schule mit 1000 Schülern. Da braucht man sich überhaupt nichts vormachen. Und Lernplattformen als Option zum Austausch kommen immer stärker sozusagen in Schulen als Wunsch hervor. Und der zweite Teil, ganz wesentlich, dauerhaft verlässliche Funktionsfähigkeit. Infrastruktur, die dann läuft, wenn wir sie brauchen, professioneller Betrieb, technischer Support. Wir hatten lange Diskussionen auch darüber, auch in einem Workshop zur Frage zum Beispiel, wäre es nicht sinnvoll, so etwas wie einen Medienassistenten zu schaffen? Das ist eine kommunale Aufgabe. Das könnte sogar ein Ausbildungsberuf sein. In anderen Ländern ist dieses so selbstverständlich. Aber hier stoßen wir natürlich an bestimmte Kostenfragen, Zuständigkeitsfragen, juristische Fragen, die wir hier nicht alleine werden beantworten können, aber man muss das Thema immer wieder betonen, auch wenn es jetzt nicht im Fokus der Untersuchung lag und natürlich die Frage, wer unterstützt mich vor Ort? Also eine Hotline bei einem professionellen IT-Service-Provider, bei dem ich 20 Minuten in der Warteschleife hänge, ist wahrscheinlich nicht das, was man für eine konkrete Unterrichtssituation braucht, außer man macht einen Kurs über, wie ist man freundlich am Telefon. Das würde natürlich helfen. Das ist die Frage nach dem technischen und pädagogischen Support. Fünfter Punkt, auch für uns sehr wichtig, die innerschulische Strukturierung. Und ich verrate Ihnen hier nichts Ungewöhnliches, dass alle Untersuchungen, auch unsere, wieder zeigen, ohne Schulleitung, gegen Schulleitung funktioniert in Schule nichts. Schulleitung kann, was wir Machtpromotor nennen, dafür da sein, bestimmte Dinge zu initiieren, auch durchzusetzen, auch im gesamten Kollegium weiterzutragen. Schulleitung hat eine zentrale Rolle, zum Glück oder leider, auch bei der Medienintegration. Die Frage ist, ob Schulleitungen darauf vorbereitet werden, wenn sie diesen Beruf oder beziehungsweise diese Position
einnehmen. Die ist eher mit einem Fragezeichen zu beantworten, eigentlich eher nicht. Und was sagen die Lehrkräfte zur Rolle der Schulleitung? Sie sagen, und das fand ich extrem erstaunlich, für die Schulleitung hat die Arbeit mit digitalen Medien einen hohen Stellenwert, reden wir schon 3/4, die sagen, stimme voll zu und stimme eher zu. Also, das finde ich einen extrem hohen Wert, also hier für Schulleitung ist dieses ein wesentliches Thema und das spielt natürlich eine ganz starke Rolle in diesem Bereich, die Schulleitung unterstützt die Lehrkräfte im Unterricht auch mal neue Wege zu gehen. Hier sind wir auch bei fast 3/4 der Schulen. Wir hatten gerade eine Dissertation, die untersucht hat, was ist ein Innovationsklima in Schulen und was ist die Innovationsbereitschaft von Lehrkräften. Da kommt wieder genau das Gleiche, wenn es eine Schulleitung gibt, die Neugier erlaubt, die Ausprobieren und damit Scheitern erlaubt, ist die Innovationsbereitschaft im Kollegium wesentlich höher und mit einer solchen sozusagen Neugier und Innovationsbereitschaft ist natürlich auch der Einsatz mit digitalen Medien in ganz anderer Art und Weise möglich, als wenn man ständig Angst haben muss, dass es hier sozusagen eigentlich kollidiert mit einer schulischen Gesamtphilosophie. Was wurde von den Lehrkräften deutlich und was wurde aus unseren Analysen deutlich? Keine Schule ist wie die andere. Auch das wird Sie jetzt nicht überraschen. Aber es gibt eben nicht, in den Gymnasien ist alles super und in den Gesamtschulen ist alles schlecht. Sondern Sie finden klasse Gesamtschulen, ganz, ganz, ganz schwache Gymnasien. Sie finden meistens prima Förderschulen. Sie finden Haupt- und Realschulen sehr unterschiedlich. Das heißt, man muss sich eigentlich immer jede Schule einzeln angucken. Auch das konnten wir sogar statistisch zeigen, dass wir hier die Unterschiede zwischen den Schulformen sind viel geringer als zwischen den Schulen selbst. Also hier haben wir eine ganz interessante Beobachtung, die uns nochmal deutlich macht, wie wichtig Schulentwicklung ist, als Gesamtentwicklung einer Organisation wie der Schule. Und dieses trägt natürlich auch dazu bei, dass die Schulleitung von großer Bedeutung ist. Was haben wir gefunden? Wenn die Schulleitung ein hohes Interesse hat und offen für Neuerungen ist, dann gibt es bessere Kommunikation und Kooperation im Kollegium. Wieder ein sozusagen Anreiz dafür, sich auch über Medien zu unterhalten, einen signifikanten Anstieg der Mediennutzung und auch eine bessere Bewertung der infrastrukturellen Rahmenbedingungen und des technischen und medienpädagogischen Supports. Deutlich, es ist eine gesamtschulische Aufgabe. Und das kann sich ausdrücken in Medienkonzepten, das kann sich ausdrücken in schulinternen Curricula, das kann sich ausdrücken in Steuergruppen, in ganz unterschiedlichen Formen. Aber diese Bedeutung ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen und wird auch sozusagen ein ganz wesentlicher Aspekt sein für die zukünftige Entwicklung. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass wir zumindest versucht haben zu erkunden, ob denn die digitalen Medien, wenn sie schon nicht fürs Lernen und Lernen benutzt werden, wenigstens für die Vereinfachung der Schulorganisation verwendet werden, zum Beispiel eben auf die schönen Fächer zu verzichten, bestimmte Vertretungspläne schon vorher im Internet oder beziehungsweise im Intranet zu veröffentlichen. Das ist noch Entwicklungsgebiet. Da könnte man noch einiges tun. Positiver Rationalisierungseffekt und ich nenne es auch mal bewusst U-Boot. Was wir gesehen haben, ist in einigen Fällen durch die Nutzung im Kollegium für die Orga und das Feststellen, dass man darüber ja ganz toll Arbeitserleichterung hat, könnte man sich ja überlegen, ob man nicht das auch mit den Schülerinnen und Schülern macht. Also so als U-Boot subversiv einzusetzen, gibt es einige Schulen, die gesagt haben, das haben sie erfolgreich eingesetzt, aber so richtig viel über diese Frage, ich habe es jetzt mal schulisches Wissensmanagement genannt, so richtig viel wissen wir darüber nicht. Also niemand eigentlich in der Forschung. Was wir wissen ist, Medienintegration ist ein langwieriger, zeitintensiver Prozess, der auch der Beteiligung aller Eltern, komme ich gleich zum Abschluss noch dazu, auch Eltern im Hinblick auf die Frage der Medienkompetenz, wer ist denn eigentlich dafür zuständig, sind Lehrer ambivalent, eigentlich sollen das die Eltern machen. Jetzt müssen wir das auch noch machen. Wir müssen doch schon so viel machen, jetzt müssen wir das auch noch den Eltern abnehmen. Also hier gibt es sozusagen auch eine Frage des Beteiligungsverfahrens innerhalb der Schule an der Frage, wie geht man mit Verboten um, wie geht man mit der Medienkompetenzentwicklung um. Und das ist Schulleitungsaufgabe. Da geht kein Weg dran vorbei. Und dieses immer wieder zu betonen, zu sensibilisieren, glaube ich, ist wichtig und deutlich zu machen. Ich erinnere mich immer gerne zurück, 1995 gab es die Initiative Schulen ans Netz, da wurde sie gestartet und da war Ron Sommer, ich weiß nicht, ob der ein oder andere sich noch an ihn erinnern, so ein gut aussehender Mann, der hat zusammen mit ihrem ehemaligen Ministerpräsidenten
Herrn Rüttgers zusammengestanden, haben gesagt, das ist ein Sturm, der jetzt durch deutsche Schulen geht. Schulen ans Netz, 40.000 Schulen am Netz, ein Sturm. Ich habe mich zu der Zeit schon gefragt, was ist das mit dem Sturm? Sturm im Wasserglas, was folgt nach dem Sturm? Verwüstung, man denkt sich so an Katrina oder so. Also Sturm ist ja schon so ein bisschen die Frage, wie positiv das besetzt ist. So jetzt als Norddeutscher würde ich sagen, Sturm ist schon ganz gut, aber die Gorch Fock wackelt auch ganz schön ordentlich beim Sturm. Also die Frage, wie ist dieser Sturm? Und das ist jetzt 15 Jahre her und Sie haben die Zahlen gesehen, da bewegt sich was, aber die Erwartung, heute Medien, Computer, Internet und morgen alles besser, das ist vielleicht allerhöchstens, wenn ich selbstkritisch sagen kann, die Meinung gewesen unseres ehemaligen Bildungssenators und Ex-Werder-Managers Willy Lemke, der nämlich genau das dachte, dass er, wenn er mehr in Medien investiert, geben wir die rote Laterne bei Pisa ab und kommen auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Das ist Bremen bisher nicht gelungen. Offensichtlich gibt es etwas mehr als nur Geräte in Schulen zu stellen und dabei zu hoffen, dass Sie als Lehrkräfte das so schon nutzen, weil Sie ja so toll ausgebildet sind und eigentlich genau Bescheid wissen. Ein langer Prozess, langer Atem. Ich glaube, hier gibt es einige Initiativen, die auch gezeigt haben, wie das mit dem langen Atem funktionieren kann. Last but not least, mir sehr wichtig, äußere Rahmenbedingungen. Schule nicht im luftleeren Raum. Die Curricula werden ja an anderen Stellen gesetzt, Sie haben Ihre schulinternen Curricula. Wir haben hier einige Aspekte, die durchaus eine Rolle spielen, die uns die Lehrkräfte auch immer wieder gesagt haben. Also Standards, Lehrpläne, Frage nach der Qualitätssicherung. Es gibt, je nach Lesart, jede Menge Möglichkeiten, sich aus den Bildungsstandards abzulesen, dass Medieneinsatz intensivst durchgeführt werden könnte. Es kann aber, je nach Lesart auch heißen, nichts von dem muss ich tun. Das macht es nicht leichter. Die Übersetzung in die Rahmenlehrpläne, zumindest in Nordrhein-Westfalen, ist sehr, sehr viel expliziter in Richtung der Möglichkeiten, welche Anteile digitale Medien insgesamt, für diese Umsetzung auch der Bildungsstandards haben können. Dennoch ist die Debatte zwischen Schulqualität, gemessen externe, interne Evaluationen, Sie kennen da die Debatte, und Medienintegration eine getrennte. Das sind andere Menschen, das sind andere Interessen, sind übrigens auch völlig andere Forschungseinrichtungen, die das vorantreiben, also Qualität, Medien stehen nebeneinander. Solange das so bleibt, werden wir nie beantworten können, welchen Beitrag können Medien für die Qualitätsentwicklung von Schule führen. Das ist aber doch eigentlich der zentrale Punkt und die haben an bestimmten Stellen null Einfluss und an anderen Stellen sehr viel. Und diese Frage, glaube ich, ist eine der entscheidenden für die Zukunft. Die Durchdringung aus diesen Bildungsstandards, das ist jetzt auch kein Medienproblem, sondern das ist ein Problem für natürlich für alle, auch für die Kernfächer, bis das bei der einzelnen Lehrkraft im einzelnen Unterricht angekommen ist, oh la la. Und auch Lehrkräfte sagen deutlich, diese ganze Reform in Richtung der Output-Orientierung hat schon auch Konsequenzen auf die Art und Weise, wie ich mit Medien handle und umgehe in meinem Unterricht, denn bestimmte Dinge habe ich jetzt sozusagen auch zu erreichen, das geht erstmal mit Medien nicht oder ich habe keine gute Idee, wie ich das machen kann, mir hilft keiner, also lasse ich es lieber weg. Das ist das, was man in Großbritannien beobachtet hat, in Großbritannien starke Mediennutzung, unglaublich breit gefächerte Ausstattung bis zur Hälfte des Schuljahrs und dann Medien weg, teaching to the test. Das ist natürlich auch eine interessante Reaktion. Letzter Punkt hierzu, bitte bewusst auf das Wort systematisch achten. Wenn Sie die Qualitätsanalyse in Nordrhein-Westfalen sehen, werden Medien nicht systematisch berücksichtigt. Es spielt natürlich eine Rolle, wenn in einem Unterricht bei der Unterrichtsbeobachtung Medien eingesetzt werden. Es werden auch Rechner gezählt oder zumindest geguckt, was sind für Zugänge. Aber die Frage der systematischen, und das bezieht sich sozusagen wieder durchgehend durch alles, bei der Fortbildung, bei der Ausbildung, auch bei der Qualitätsanalyse, systematische Berücksichtigung ist sozusagen noch deutlich ausbaufähig. Was sind die Perspektiven? Das ist ein komplexes Zusammenspiel aus sehr, sehr vielen unterschiedlichen Faktoren. Wir haben dafür die Hausmetapher bemüht und haben nochmal deutlich gemacht, das will ich jetzt nicht, das wäre der ganze Vortrag nochmal von vorne. Es geht ums Dach. Was ist eigentlich die strategische Ausrichtung? Was wollen wir eigentlich damit? Das ist in manchen Teilen klar, in manchen überhaupt nicht. Also die Frage der bildungspolitischen Zielsetzung, der Anbindung der Qualitätsdebatte an die Mediendebatte ist unglaublich wichtig. Es geht um die Schule als Organisation und um die geht es doch eigentlich, um die Lernenden und auch um die Lehrenden.
Und dafür bedarf es bestimmte Softwaresysteme, bestimmte medientechnische Unterstützung, didaktische Software und eine Infrastruktur, die zuverlässig ist. Und meines Erachtens ist dieses nach wie vor eine Gemeinschaftsaufgabe. Die Trennung zwischen inneren und äußeren Schulangelegenheiten trägt nicht wirklich viel dazu bei, hier dazu eine Gemeinschaftsaufgabe zu machen. Externen Partnern wie die LFM, seien Sie froh, dass Sie in Nordrhein-Westfalen so eine Landesmedienanstalt haben. Über die bremische lasse ich mich jetzt hier nicht aus. Und natürlich den Eltern, denn Medienkompetenz ist letztendlich eine Aufgabe für alle, die im Bereich der Bildung und Erziehung zuständig sind. Soweit die Ergebnisse in einem Parforce-Ritt aus der Untersuchung. Herzlichen Dank.